Hallo ihr Lieben, schön, dass du Yoga mit Marleen eingeschaltet hast. Dich erwartet heute ein feuriges Workout für die Oberschenkel. Wenn du sagst, in letzter Zeit hast du hier noch nicht so viel getan, was nicht vielleicht jedes Wochenende Skifahren oder ähnliches, dann vielleicht mach nur eines der drei Sets, die dich jetzt gleich erwarten. Es sind nur vier Übungen, aber die gehen ordentlich rein, denn unser Ziel ist, die Muskulatur für den Pistol Squat aufzubauen. Falls du die Haltung nicht kennst, das ist die einbeinige, tiefe Hocke. Und gerade so die Übergänge vom Stehen in die Hocke und wieder rauf sind so das, was die Oberschenkel richtig zum Brennen bekommen und wofür wir heute die Kraft aufbauen. Du brauchst nichts außer eine oberschenkelhohe Erhöhung, wie so ein Yoga-Block Burg, die ich gebaut habe, oder Hocker oder Couch, ein Sessel, was auch immer du griffbereit hast. Let's get it on! Komm bitte ins Stehen. Die Füße sind hüftgelenksbreit. Der Bauch ist aktiv, der Bauch umarmt die Wirbelsäule und du kannst die Hände für eine etwas leichtere Variante vor die Brust nehmen. Du kannst die Hände wie im Blitz nach vorne strecken oder wie so ein Prisoner Squat, den du vielleicht aus dem High Intensity Training kennst, hinter den Kopf. Was auch immer für eine Variante dir jetzt angenehm erscheint, wir werden vielleicht alle drei in jedem Set eine andere machen. Also ich entscheide mich jetzt für die nach vorgestreckten Arme, Bauch zentriert und dann von hier geh tief in die Hocke und wieder hoch. So, dass du die Oberschenkel schon gut spürst. Wenn du Blöcke hast, kannst du einen davon jetzt zwischen den Oberschenkeln einklemmen und diesen Block die ganze Zeit pressen. Du kannst auch ein Buch nehmen, was auch immer du griffbereit hast. Hauptsache, es hat so 5 bis 15 cm und geht gut hier in den Abstand der hüftbreiten Beine, dass du hier einen Punkt hast, den du drücken kannst. Super, schon fast geschafft. Das ist so quasi das Warm-up. Das nächste Mal, wenn du hochkommst, bleibe stehen. Nimm die Hände gerne an die Hüfte. Verlagere das Gewicht auf das linke Bein, streck das rechte Bein nach vor und beuge das linke Bein. Nicht mehr, nur das so weit, bis du den Oberschenkel gut fühlst. Und dann tief atmen. Nochmal tief durch, Bauch bleibt fest, Brustkorb aufrecht. Und mit der nächsten Ausatmung stellst du das eine Bein ab und nimmst das nächste direkt hoch. Auch auf dieser Seite 5 tiefe Atemzüge. Bauch zentriert. Das Steißbein sinkt tief, das Brustbein steigt an. Und so für die erste Runde, geh gerade so, dass du den Oberschenkel gut spürst. Nimmst so als Warm-up hin. Du kannst dann später gerne tiefer gehen. Noch einen Atemzug. Und dann von hier die dritte Übung. Komm in eine weite Grätsche. Die Hände in einer Faust vor deinem Körper, Bauch wieder fest, Brustkorb hebt sich an. Und du setzt dich zum rechten gebeugten Bein tief und so tief, wie es dir möglich ist, gehst du zur anderen Hüfte, zur anderen Ferse, setze dich tief. Gerne mit der Einatmung, der Übergang zum anderen Bein, der Ausatmung, tief sitzen. Das letzte Mal auf jeder Seite.
Und zur letzten Übung, dafür brauchst du jetzt deine Blockburg. Ich habe sie jetzt, glaube ich, eine Spur zu hoch gebaut. Alles, was du machst, ist das Bein hinter dir her abzulegen. Ah, hat schon gepasst. Gerne mal ausprobieren. Du solltest gut auf einem Bein stehen können und dann von hier noch den Raum haben, in die Kniebeuge gehen zu können. Einbeinige Kniebeugen. Den Abstand so wählen, dass das Knie nicht zu weit über das Sprunggelenk zeigt, vor allem dann, wenn du empfindliche Knie hast. Also hier lieber in die Anstrengung gehen. Die aktiven Muskeln schützen das Knie. Puh, also mir wird schon warm. Ich weiß nicht, wie es dir geht. 5 noch auf dieser Seite. Und dann die andere Seite, direkt im Anschluss. Bauch zentriert, Brustbein hebt sich. So den richtigen Abstand finden. Dann 10-mal mit der Ausatmung tief, der Einatmung hoch. Bleib dabei. Die letzten. Erstes Set geschafft. Du kannst hier gerne noch einen Yoga-Flow anhängen, einen Core-Workout oder wenn du sagst, das war jetzt definitiv mehr als ein Workout, die nächsten beiden Sets mit mir anhängen. Für die zweite Runde Bauch wieder zentrieren. Brustbein heben, die Füße stehen gut auf der Matte. Oft ist so die Tendenz, dass sich die Füße nach außen drehen. Den Großzehballen gut in der Matte geerdet halten, die Zehen entspannt halten, damit das nicht passiert. Es hilft, wie gesagt, auch einen Block oder ein Buch zu drücken. Mir nochmal tief ein. Und dann gerne mit der Atmung verbunden, mit der Ausatmung tief. Du kannst auch gar nicht mehr ganz hoch gehen, das heißt die ganze Zeit in einer Blitz- oder Squat-Position bleiben. Fast geschafft. Und zur nächsten Übung direkt. Ein Bein nach vorne strecken, die Hände gerne in Namaste, noch vor deinem Herz oder auf der Hüfte. Das, was dir hilft, dir zu merken, Bauch bleibt fest, dass der Unterrücken entspannen ist, Herz hebt sich an, dass wir nicht so in dieser Alltagshaltung sind, die die meisten von uns ohnehin genug einnehmen. Und dann das Standbein beugen. Mein Atem wird schon kürzer, wie geht's dir? Seitenwechsel. Und wieder geschafft. Side-to-Side-Lunge. Hände wieder vor dein Herz. Gerne die Handfläche über die Faust, Brustbein heben, Bauch zentrieren, tief setzen. Der Einatmung, Seitenwechsel, der Ausatmung, tief setzen.
ersten Halbzeit. Noch einmal auf jeder Seite. Und dann von hier kurz die Beine lockern für die letzte Übung. Den einbeinigen Squat. Ich habe den auch gefunden unter dem Titel Split Squat. Weil du gleichzeitig den Hüftbeuger hier öffnest. Hier nochmal tief ein. Und dann mit der Ausatmung tief. So mit der Höhe, wie du merkst, steigerst du oder minderst du die Intensität, indem du vielleicht gar nicht ganz nach oben gehst. Und immer wieder tief. Oder die letzten vier weiter oben bleibst. Kleinere Kniebeugen machst. Noch ein auf dieser Seite. Ich zittere schon. Seitenwechsel. Und dann direkt zur anderen. Finde deine Balance. Bauch zentriert, Brustbein hebt sich. Nochmal tief einatmen. Und aus tief. Schon wieder Halbzeit. Letzte Wiederholung. Ich glaube, meine Bäckchen bekommen jetzt schon die Farbe meiner Yoga-Pants. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich habe es nicht geschafft, jedes Wochenende Ski zu fahren. Tatsächlich heuer noch kein einziges Mal. Schauen wir mal, wie es wird. Das Workout ist aber auf jeden Fall muskeltechnisch, finde ich, ein super Ersatz oder eine gute Vorbereitung. Wenn du einen Hocker im Weg hast, bereite dich vor für die letzte Runde. Gib ihn zur Seite. Trink nochmal einen Schluck Wasser. Lockere die Beine auf. Wenn du gut durchgeatmet hast, nun für die letzte Runde, schnapp dir gerne wieder den Block, das ist eine gute Erinnerung, wirklich hier alle Muskeln mitzunehmen, hiermit auch die Oberschenkelinnenseite und den Beckenboden, hüftgelenksbreit, große Ballen drückt in die Matte, Bauch fest, Brustbein hebt sich und für die letzte Runde gib wirklich alles. Das heißt, du brauchst wirklich gar nicht mehr ganz hoch zu kommen, es sind nur 10 Wiederholungen, das heißt, setz dich wirklich tief. Du kannst die Hände jetzt hinter den Kopf nehmen, die Schulterblätter zueinander, die Schulterblattspitzen zueinander und den Brustkorb öffnen. So ist auch noch eine tolle Ausgleichshaltung für Schultern und Brustwirbelsäule. Aber genug gequatscht, letzte Runde. Atme hier nochmal tief ein und mit der Ausatmung setz dich tief. Geschafft. Wir sind schon über der Halbzeit. Also meistens so die 10 Kniebeugen sind eh nicht so das Thema. Noch eine Zugabe. Und dann aufstehen. Ein Standbein, das zweite Bein streckt gerade nach vorne, gerne durchstrecken. Oh, Kniescheibe hochziehen, damit auch diese Seite arbeiten darf. Hände dort, wo du dich am besten stabilisiert fühlst und dann das Standbein bitte beugen. 5 Atemzüge hier. Nochmal tief durchatmen. Direkt andere Seite. Und merke wirklich, du steuerst hier das Level. Das heißt, zu schwer, ja, das wäre möglich, wenn du
jetzt wirklich mit diesem Workout einsteigst, dann könnten sich andere Übungen definitiv besser eignen. Aber so leicht eher nicht, denn was wäre, wenn du wirklich runter in deinen Pistol Squat gehst und dann so weit rauf gerade, dass es richtig brennt, so in diesem Übergang, und dann bleibst du hier. Da bin ich heute noch nicht. Super, und geschafft diese Übung. Letztes Mal Side-to-Side-Lunge. Aus einer großen Grätsche, dann hast du eine wunderbare Hüftöffnung hier. Zur ersten Seite tief. Einmal jede Seite. Also ich spüre es definitiv, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist so genau das Richtige, so dass man in 10 Minuten, 15 Minuten das Gefühl hat, ja, da ist was gegangen, da hat man was gespürt, aber so, dass man am nächsten Tag auch noch Stufen steigen kann, finde ich persönlich immer sehr angenehm. Zumal, wer diesen Saal hier kennt, ich habe da noch ein paar fiese Stufen nach unten. So, wieder die Vorbereitung für diesen Lunge. 10-mal pro Seite. Richte dich auf, Bauch zentriert, um die Wirbelsäule zu stützen. Brustbein heben, atmen nochmal tief ein. Und los geht's. Du starrst wieder. Wie tief du gehst, merke auch den Unterschied, Knie nach vorne beugen oder vielmehr das Knie des gebeugten Beines, das auf dem Stuhlblockturm oder Hocker ist, Richtung Hockerwand zu beugen. Die letzten paar. Oh, ich zittere. Ein letztes Mal. Ui. Oh. Ah. Letzte Seite, letzte Runde. Nochmal tief einatmen, Brustbein aufrichten und Bauch zentrieren, tief gehen. Die letzten vier, wir haben es fast, drei. Yay, und hochkommen, Beine auslockern. So im Anschluss empfiehlt es sich wirklich, noch ein paar weniger fiese Sachen für die Oberschenkel zu machen, vielleicht nochmal mobilisieren, in Fluss kommen. Ich habe auch eine wunderbare Sequenz für die Hüfte bereits online. Du kannst dir die direkt im Anschluss gönnen. Freue ich mich, wenn es dir gefallen hat. Schreib mir gern, wie es dir damit geht. Ich werde diese Sequenz definitiv selbst für mich auch die nächsten Wochen noch ein paar Mal üben, denn meine Oberschenkel können das definitiv auch gut gebrauchen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du Yoga mit Marlene eingeschaltet hast. Namaste.